Die Ausstellung, die Sie heute besichtigen können, geht zurück auf ein sehr gutes Gespräch, das ich mit Herrn Bürgermeister vor ungefähr 3 Jahren hier im Schlossberg führen durfte. Wir hatten uns unterhalten über das Problem der äußeren Zeit, der inneren Zeit, über eben Kronos und Kairos. Und dass es schön wäre, meinte der Herr Bürgermeister, wenn wir ausgehend vom Urtum, einerseits und ausgeht, aber auch von den eigenen Erfahrungen mit der Zeit, Zeit als ein wichtiges Thema in die Stadt tragen könnten. Nun, heute ist es soweit, dass städtischerseits, das Joanneum hat ja schon begonnen, dass städtischerseits nun der Auftakt zu diesem Sommerzeitschwerpunkt der Stadt Graz sein kann. Wir hatten uns als Leitung des Stadtmuseums, Sibylle Dinesch und ich, Sibylle Dinesch hat die Ausstellung ja auch geleitet, das gesamte Projekt, vorgenommen, einerseits eben im philosophischen, andererseits im sozial- und naturwissenschaftlich-technischen Sinn, aber auch in dem Sinn sozusagen der Zeiterfahrung eine Ausstellung dem Publikum anzubieten. Der Schwerpunkt dieser Ausstellung liegt eindeutig sozusagen auf der Zeiterfahrung und auf der Zeitmessung, deshalb ja auch der Titel Zeitmaschinen. Dass diese Ausstellung in dieser Form nun realisiert werden konnte, mit einer Sonderdotierung durch den Herrn Bürgermeister, dafür möchte ich sehr herzlich danken den beiden Kuratoren, Christine Braunhausreuther und Markus Meider. Ich möchte mich sehr bedanken beim eigenen Team im Stadtmuseum Graz, wo er dann letztendlich wieder das ganze Museum daran beteiligt war, die Ausstellung zeitgerecht und in dieser Qualität zu erstellen. Angeführt von unserem Produktionsleiter, Herrn Liftenecker, der wieder auch mit großem persönlichen Einsatz die Herstellung dieser Ausstellung verantwortet hat. Ich bedanke mich, weil wir sind ja in einem Gesamtprojekt, das heißt ja eigentlich Zeitmaschinenverantwortung mit der Universität Graz. Ich danke da Lukas Meyer und Alexa Zellendien, die Sie ja nun auch in der anschließenden Podiumsdiskussion erleben werden, für diese gute Zusammenarbeit bei diesem Schwerpunkt. Das ist uns natürlich sehr wichtig und das war, glaube ich, auch Ihre, Herr Bürgermeister, grundsätzliche Idee, dass ja immer die Reflexion über die Zeit natürlich eine wichtige Rolle spielt und nicht nur eine Ausstellung eben über im weitesten Sinn, wenn man so will, alte Uhren oder alte Zeitmesser. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den auch kurzfristig eingesprungenen Sponsoren, die Firma Kettele, die uns den Boden zur Verfügung gestellt hat, die Firma Bene, die Einrichtung in den Räumen gegenüber zur Verfügung gestellt hat, bei Graz Tourismus, die uns so zusätzlich finanziert haben, und beim Spiritus Rector sozusagen der antiken Uhren, bei Herrn Gerstner, der bis zuletzt auch noch dafür gesorgt hat, dass auch alle Uhren, die Sie jetzt sehen werden, tatsächlich funktionieren, und da handelt es sich ja teilweise um Uhren, die schon 500 Jahre alt sind. Die Erfindung der mechanischen Uhr wird von der historischen Technikforschung mit der Erfindung des Buchdrucks teilweise in ihrer Bedeutung gleichgesetzt. Und dieser sehr große zivilisatorische Schritt wurde aber schon 200 Jahre vor Gutenberg gesetzt. Man geht davon aus, dass im ausgehenden 13. Jahrhundert eben die erste Räderuhr mit mechanischer Hemmung noch, um das Jahr im ca. 1270 in einem Kloster erfunden wurde, um eben die regelmäßige Gebetszeit der Mönche und den Tagesablauf auch entsprechend strukturieren zu können. Diese ersten Turmuhren hatten ja noch kein Zifferblatt, sondern waren ja reine Schlaguhren, und deren Glockenschlag eben die Zeit jeweils verkündete.
Man darf dazu hinzufügen, dass natürlich es sich nicht um eine wirklich exakte Zeitmessung gehandelt hat. Es war also eine unglaublich ungenaue Zeitmessung eben bis zur Einführung oder Erfindung des Pendels. Ab da sind dann eigentlich alle Uhren schon sehr, sehr genau gegangen. Und so hatte letztendlich in den ersten Jahrhunderten jedes Kloster und jede Stadt tatsächlich eigentlich noch ihre eigene Zeit und die sehr auch davon abgehangen ist, wie die Witterung war, wie die Stimmungslage des Glöckners war und so weiter und so weiter. Also das war noch nicht in der Nähe unserer heutigen Zeitmessung. Der allesfressende Kronos war also im ausgehenden Mittelalter noch ganz, ganz weit entfernt. Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ist ganz wesentlich auch geprägt, dass sich die menschliche Orientierung in Raum und Zeit grundsätzlich verändert, von einer rein vertikalen Ausrichtung der immateriellen Transzendenz, wie sie eben die Gotik ja sehr schön veranschaulicht, zu horizontalen und materiellen Wirklichkeiten. Und dieser einen direkten Ausdruck auch dieses neuen Verständnisses und dieses Denkens eben auch entlang der Erfahrung dieses neuen Wirklichkeitsverhältnisses war eben dann die Maschine, war die Zeitmaschine, wie wir sie ja hier in dieser Ausstellung eben sehen werden. Und sie hat viele große Denker wirklich fasziniert und zu groß angelegten Vergleichen mit Gott und der Welt und mit Herrscher und Staat angelegt. Nachdem es nicht so ein Schwerpunkt ist, dieser Ausstellung ist, möchte ich nur zwei, drei Beispiele bringen. Spätestens seit den Rechenmaschinen des 17. Jahrhunderts begann man das Denken selbst maschinell zu begreifen. Und das war hat eine technisch- und bewusstseinsgeschichtliche Entwicklung ausgelöst, die letztendlich ja beim Computer, eben dem Rechner, wie unsere Freunde in Deutschland sagen würden, letztendlich geendet hat. Nicole Oresen beantwortet um 1300 bereits die kosmologische Frage nach der Kommensurabilität der Sterne, also dass sie sozusagen nicht zusammenkrachen und insgesamt eine Ordnung ergeben, mit dem Uhrenmodell. Wer eine mechanische Uhr bauen wolle, wird ihre Räder zueinander kommensurabel eben einrichten, wenn sie denn geordnet gehen solle. Und um wie viel, so argumentiert er, um wie viel mehr als beim Uhrenhandwerk, ist diese Kommensurabilität in der von Gott eingerichteten Natur anzunehmen. Und zu Beginn der Neuzeit bezeichnet Antonio de Guevara, das muss man rausbringen, das Leben eines mächtigen Fürsten als Uhr, die der normativen Regelung der öffentlichen Dinge dient. Von Descartes stammt wenig später der Ausdruck für den Menschen eben des natürlichen Automaten, sich selbst aufziehenden Uhrwerken ähnlich. Die unbewussten Bewegungen des Menschen würden durch die Lebensgeister erweckt, wie ich zitiere ihn, wie die Bewegung einer Uhr.